freuen uns jetzt um 7:30 sehr auf einen Mann. Er ist Freund der Sendung. Sie kennen ihn alle. Er macht sehr gerne Witze, macht auch sehr gerne Headbanging. Liebevoller Vater ist er auch, Ehemann ist er auch. Und jetzt, Achtung, ist er auch Ermittler. Bülent Ceylan geht nämlich unter die Krimi-Autoren. Ein Mann, der offenbar alles kann. Bülent Ceylan, eine Comedy-Legende, der in seinen Shows zehntausende Menschen zum Lachen bringt. Als Komiker macht er sich über die Klischees von Türken und Deutschen lustig. Dabei spricht der gebürtige Mannheimer selbst kein Wort Türkisch. Ich weiß nicht, ob da der Türke oder der Deutsche in mir rauskommt. Ein Mann, viele Facetten. Egal, ob als Yoga-Lehrer in bunten Hosen. Ach komm, fangen wir mal mit dem umgekehrten Brett an. Als Gabelstaplerfahrer. Ja, das ist aber die türkische Fahrweise. Als 5-Sekunden-Moderator beim Sat.1 Frühstücksfernsehen, natürlich als Mannheimer mit Mannheimer Dialekt. Hier ist Kenstis. Oder als Spiegel-Bestseller-Autor mit seiner Biografie. Und jetzt legt er noch eine Schippe obendrauf mit Yalla, Mord. Bringt er seine erste selbstgeschriebene Krimikomödie raus. Mit dabei Bülent als Ermittler und die Figuren aus seinen Bühnenshows. Hassan, Anneliese und Momfred. Unglaublich schön, dass du wieder da bist. Hi, Bülent. Hallo. Grüß dich. Ja, hat sich gar nicht so viel verändert. Du siehst nach wie vor blendend aus. Oh, irgendwie haben wir gesehen. Das Bärtchen ist weg, allerdings. Sehr oft da. Und wir haben beim letzten Mal, meine ich, auch schon darüber gesprochen, wie du das alles unter deinen Hut bringst. Du machst die Hallen voll, du bist unglaublich viel unterwegs, Fernsehsendungen. Ja, Musik und noch, jetzt auch noch. Musik, das. Genau. So, und dann hast du gedacht, ja, was mache ich jetzt in den restlichen 5 Minuten, die mir noch so bleiben? Alles klar, ich schreibe ein Buch. Yalla Mord. Lass uns drüber sprechen. Was dürfen wir erwarten? Es ist lustig, es ist ein Krimi-Roman. Es ist tatsächlich ein Krimi und es ist so, wenn du das liest, denkst du, das ist mir wirklich passiert. Okay. Weil es ist teilweise auch autobiografisch. Also ich, soll ich kurz sagen, der Anfang gerne, ist so, gerne. Also ist so, ich stehe auf der Bühne, es ist nächste Woche sozusagen ist Premiere. Aha. Ich mache Vorpremieren, da probiere ich mein Programm aus. Also wie man so es kennt, so fängt es an. Denkst du, okay, es erzählt er jetzt von seinem Bühnenprogramm. Und dann merke ich aber, dass ich die Figur Hassan auf einmal nicht mehr spielen kann. Also ich habe ja diese... Ja, ne, dieses Paranese Knacke mit der Arschbacke. Und das kann ich aber nicht. Ich kann den Akzent nicht mehr, geht nicht mehr, geht die Bewegung nicht mehr. Ne? Oder wenn ich so, zum Beispiel zu der schönen Frau sage, zur Moderatorin, hey, wenn du mich riechst, dann bist du schwanger. Also diese Sprüche, alles geht. Vorsicht. Sie überlegt gerade. Warte. Nein, aber weißt du, was ich meine? Das geht alles nicht mehr. Und dann überlege ich, was ist los? Ne? Mein Team sagt schon, hey, was war los heute? Vor Brümmer, hast du extra so den Hassan weggelassen, die Figur? Also, ja, es war so. Und am nächsten Tag lese ich in der Zeitung, dass ein echter Hassan, der auch der Bühnenfigur total ähnelt, verdächtigt wird eines Mordes. Und zwar an einen Finnen, Kühlhausbesitzer, einen finnischen Kühlhausbesitzer namens Lasse Hobson. So. So, und dann nehmen die Dinge... Und dann gehen die Dinge und dann denke ich, okay, das muss was mit ich denke, da ist eine Verbindung da. Und das Management sagt dann auch noch so, das kann doch nicht sein, bist du verrückt geworden. Und das ist so echt geschrieben, also ich habe das mit dem wunderbaren Lektor Maximilian Hauptmann zusammen geschrieben. Aber wann kam so die Idee? Weil ich meine, du hast ja nun begrenzt Zeit so, und dann hast du ja auch noch Kinder und eine liebende Ehefrau. Dann die kommen auch davor. Die kommen auch noch drin vor. Ich hoffe, sie kommt gut weg. wann war so der, okay, jetzt das mache ich, habe ich Bock drauf. Das war, ich wollte schon vor vielen Jahren schon immer mit meinen Figuren, mit meinen Charakteren, auch das Publikum sagt, hey, du musst doch einen Kinofilm machen, du musst doch mit den Figuren, mit der Anneliese und so weiter, da musst du doch mal einen Film machen oder irgendeine Geschichte. Und irgendwie ist mir das aber nie so richtig eingefallen und dann kam erstmal hier, erst Österreich sozusagen, aus Edition A kam dann und sagte hier, wir haben eine Idee, mach doch einen Krimi mit deinen Figuren. Aha. Und dann habe ich gesagt, ja, und das war so gut, diese Idee, und dann haben wir uns da einfach mal Brainstorming gemacht und das habe ich dann wirklich neben der Tour noch machen müssen. Ich habe gewusst, es ist viel jetzt gerade, Musik, dann die Comedy-Tour, Musiktour und jetzt noch Buch, aber ich habe es irgendwie hingekriegt und alle sagen, du bist krank im Kopf, aber... Und bleibst dabei lustig und sympathisch. Und du hast nicht nur dein eigenes Buch mitgebracht, sondern uns noch ein paar Lesetipps für den Herbst mitgebracht. Ja. Und wenn Sie mit diesem Buch von Bülent durch sind, dann, sagst du, hast du noch 3 Tipps für die ganze Familie im Prinzip. Ja. Und wir fangen mit einem Kinderbuch an. Ja, der kleine Ritter Tränk. Ist deine Empfehlung? Warum? Das ist mein absolut Lieblingskinderbuch. Da geht es um
ein Ritter, also er ist noch nicht Ritter, ja, gleich am Anfang, dieser Tränk. Das ist ein kleiner Junge, der ist in Leibeigenschaft, damals im Mittelalter spielt es, Leibeigenschaft. Man denkt, oh, das ist aber ein hartes Thema, aber die Kirsten Boye, die Autorin, hat es so schön geschrieben, dass es kindergerecht verständlich ist. Es geht darum, dass er, natürlich, da gibt es diesen Ritter Wüterich, und er behandelt die halt ganz schlimm, wie es halt damals auch so war, die Leibeigenschaft. Und er möchte da raus aus der Misere sozusagen. Und er haut ab und er will Ritter werden. Und das war damals ja ganz, kannst du ja nicht als Leibeigener Ritter werden, das geht eigentlich gar nicht. Mhm. Aber das Buch zeigt, wenn du dran glaubst und gehst deinen Weg, und natürlich hat er gewisse Abenteuer, aber das gibt den Kindern so Hoffnung, dass du alles, wo du denkst, ach, das werde ich eh nie, ich werde eh nie Arzt oder ich werde eh nicht das, du kannst alles werden, und das zeigt dieses Buch. Und deswegen finde ich das so toll. Was aufgefallen ist, es ist auch gut zum Vorlesen, weil es ist schon, also da ist schon viel Text für ein Kinderbuch, da ist richtig Substanz hinter, also unbedingt mal reinschauen. Also meine Kinder haben es geliebt. Großartig. Und wir haben natürlich ein bisschen länger gebraucht als bei anderen Kinderbüchern. Oh, da kommt ein Hund. Dann hast du uns kennst du ja Bertha, habt ihr euch schon kennengelernt? Nee, aber ich habe damit nicht gerechnet, ehrlich gesagt. So, Bertha, bitte verlasse einmal die Couch, wir müssen uns kurz konzentrieren. Hat er gepupst? Nee. Nein, noch nicht. Ziemlich beste Freunde, kennen wir als Film, auch das ist eine Empfehlung von dir? Ziemlich beste Freunde kennt man als Film. Das Buch ist noch tiefsinniger, auch krasser. Das ist auch absolut eine Empfehlung, weil ich finde, da geht der Autor selbst vom Buch, er hat das erlebt, also diese Querschnittserlebung und Querschnittslähmung. Und da muss man sagen, wie er damit, wenn du dann so, wenn du denkst, es kann eigentlich nichts mehr Schönes passieren im Leben, ich bin fertig. Und er schreibt dann, dass dieser Pfleger kam, der ihm dann geholfen hat. Also es geht um Freundschaft und dass es doch noch Hoffnung gibt, auch selbst in der schlimmsten Lage in deines Lebens. Und ich muss sagen, das gibt auch so Hoffnung und auch, muss ich sagen, so, das zeigt auch irgendwie, dass Freundschaft doch sehr wichtig ist im Leben, finde ich. Also es ist ein ganz tolles, also der Film ist super, aber Buch ist noch besser. Das Buch ist noch tiefer. Felipe Pozzo di Borgo ist der Autor. Unbedingt mal reinschauen, wenn Sie jetzt im Herbst ein bisschen Zeit haben. Ist ja eh dunkel draußen, ist eh blöd. Ne? Bleiben wir drin, lesen Sie ein bisschen. Und Dr. Leon Winscheid war mit genau diesem Buch auch schon hier. Besser fühlen. Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Ich finde es total cool, dass wir heute mal ein bisschen literarisch sprechen. Im Prinzip ein bisschen über Literatur. Ja. Vielen Dank für die Empfehlung. Und sie hätte es auch als Reich Ranitzky machen können. Wir haben heute drei Bücher. Zum einen haben wir Gjallarmod. Dann haben wir von Leon Winscheid Ziemlich beste Freunde, Pappelapapp und ein Kinderbuch. Man kann es lesen, muss aber nicht. Großartig. Ich hätte den Talk nicht besser beenden können. Bülent, schön, dass du da bist. Viel Erfolg mit dem Buch. Ich danke dir. Danke dir. Danke dir. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt, noch am allerbesten, links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.